Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed Mirage. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Und würde mich sehr freuen, so denn ihr euch dazu entscheiden solltet. Und weiter geht's. Was ich gerade eben schon zwischen den Parts festgestellt habe, ist, dass es wieder so ist wie bei der anderen Quest hier oben links. Da hatten wir auch nur ein Nachforschungsding und dann gab es direkt das Ziel. Hier ist es dann wieder genauso. Es gab nur eine Nachforschung und dann, also eine Nachforschung, dann geht es direkt hier zum Ziel in die Richtung. Ich hoffe, dass die Nachforschung jetzt ein bisschen dauern, damit wir das in diesem Part machen können und dann nicht das Attentat noch in diesem Part haben, aber müssen wir mal schauen. Weise mir den Weg. Das Schlimme daran, dass ich alles Nebenzeug schon erledigt habe, ist ja vor allem, dass ich jetzt nicht mehr die Möglichkeit habe zu sagen, ich fülle den Part einfach noch auf, wir machen noch eben kurz zwei Truhen oder so. Wir haben jetzt nur Story vor uns, wir haben nichts anderes mehr zu tun. Der Befehlshaber. Ich muss da irgendwie rein. Okay. Das sieht nicht nach einem guten Ort aus. Hier kommen wir nicht hoch. Das ist eine Möglichkeit reinzukommen. Ein bisschen aufpassen. Wild, aber geschickt. Hervorragende Krieger. Aber das bin ich auch. Warte! Hier, du Hund! Bin nur hier nach oben. Ich glaube, der dreht sich gleich um, oder? Ja. Was? Prinzipiell muss ich die da vorne nicht töten. Nicht genug, dass sie einen. Deren Mann wir geholt haben? Es wäre rechtens, sie zu deiner Sklavin zu machen. Oh, sieh mich nicht so an. Wir stehen in Allahs Gunst, Jasur. Oder soll nur der mächtige Elmer Dichwar solche Freuden genießen? Sprich seinen Namen nicht aus, nicht einmal hier. Von uns allen macht er mir am meisten Angst. Du weißt doch, wie er ist. Wenn er von meiner Vergangenheit erfährt und Fehler findet, wo kann ich dann hin? Anders als du besitze ich keine Schiffe, Nadir. Du warst vielleicht nicht immer ganz ehrlich, aber du hast deine Treue mehrfach unter Beweis gestellt. Du hast kürzlich diese Aufständischen hingerichtet. Die Ausführung war noch kaltblütiger als sein Befehl. Vielleicht sollte er dich fürchten. Ich höre deine Stimme, doch deine Worte sind die des Scheitan persönlich. Scherze nicht. Ich will keinen Ärger, wenn er zurückkommt. Scheitan? Aus deinem Mund ist das das größte Lob. Es ist, wie ich sagte, wir sind gesegnet und müssen nichts fürchten. Wo bleibt Doan? Er ist spät dran. Du sorgst dich zu sehr. Wie immer, Satiki. Und deshalb bist du nur Aruch und ich bin El Heshma. Bitte verzeih, Strategen. Dohan bin Aslan wurde ermordet und wir fürchten, es gibt einen Eindringling. Wir müssen euch in Sicherheit bringen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Dohan kommt nie zu spät. Die zwei gehören zum Orden und sie dienen einem Dritten namens Elmar Dichwar. Doch jetzt muss ich einen Weg hier rausfinden. Ich hab meinen Weg raus schon da vorne. Tschüss. Ich bin wieder in Sicherheit. Ich sollte zurück zu Fulad. Okay. Puh. Ach, da wären wir übrigens auch reingekommen. Naja. Wenn du
Ich finde das cool eigentlich, die Orte hier, die... Ich meine, dass du verschiedene Möglichkeiten hast, dich anzugehen, finde ich halt echt gut gemacht. Ich meine, prinzipiell hast du das bei Odyssey und Valhalla ja auch. Aber die Orte sind alle so gleich. Die Varianz ist hier schon ein bisschen größer, finde ich. Die Gebäude unterscheiden sich schon sehr. Es hat nicht dieses, was ich bei Odyssey irgendwann hatte. Es gibt da Lager, die sind 1:1 einfach kopiert auf der Map. Zwei gegnerische Festungen und die sind einfach kopiert. Copy-Paste. 1:1 die identisch gleiche Festung. Und das ist dann schon ein bisschen, naja. Valhalla war da ein bisschen besser, aber... Ja, Mirage ist auf jeden Fall schon ein ganz gutes Spiel. Macht einiges richtig, was andere Spiele nicht gut gemacht haben. Also meiner Meinung nach. Du hast in viele Nester getreten. Überall sind Söldner wie wütende Wespen. Das erklärt, warum Beshi nicht da ist. Er meidet die Söldner. Ich hoffe, es war den ganzen Ärger wert. Ich fand heraus, dass zwei Befehlshaber für den Orden arbeiten. Und es gibt einen dritten. Ihren Anführer. Drei? Das erklärt den Einfluss des Ordens in Ashakia. Die ersten beiden heißen Arroch und Elaeshma. Den dritten nennen sie El-Mardichwar. Sie verstecken sich hinter großen Namen wie eingebildete Kinder. Halte ihre Eitelkeiten nicht für Kinderkram. Der Orden ist die wahre Macht hinter den Abbasiden. Hast du etwas entdeckt, das hilft, sie zu identifizieren? Der Mann namens Arroch wurde von seinem Gefährten Jassur genannt. Er verheimlicht seine Vergangenheit und lebt in Furcht deswegen. Jassur, ja. Das muss der arabische Stratege Jassur ibn Basil sein. Ich hörte von ihm. Ein Feigling, der die Siege anderer auf dem Schlachtfeld als seine eigenen ausgab. Er gibt sich viel Mühe, diese Vergangenheit zu verschleiern. Jassur hat eine Villa in Kassasale im Westen. Du könntest dort nach ihm suchen. Der Mann namens Elaeshma heißt in Wirklichkeit Nadir. Er befehligt Schiffe und ist nicht so ängstlich wie sein Gefährte. Eher hochmütig. Nadir. Das muss Admiral Nadir ibn Hafid sein. Ein prahlerischer Narr, dem seine Schiffe wichtiger sind als seine Männer. Ah ja, der Admiral. Überheblich, aber auch ein Genie. Er entwarf einige neue Kriegsschiffe für den Kalifen. Wenn sie Nadir rekrutiert haben, ist der Einfluss des Ordens gewachsen. Du könntest im unteren Hafen im Norden nach ihm suchen. Lass mich raten, der Ritter andere ist im Süden. Und ihr Anführer El-Mardichwar. Ich weiß nur, dass er nicht in Ashakia ist und bald zurückkehren soll. Dieser Name sagt mir nichts. Ich höre ihn zum ersten Mal. Wenn er ihr Anführer ist, hat er den Tod meiner Männer befohlen. Er ist es, den du finden musst. Ja, und auch aus anderen Gründen. Der beste Weg, ihn zu finden, ist über die anderen beiden. Finde diesen El-Mardichwar, Basim, wie vereinbart. Ich warte auf Beshi. Ich danke dir für die Befreiung meiner Männer. Nimm diese Münze als Lohn. Ich finde Jassur und Nadir und enttarne ihren Anführer. Sie werden nun vorsichtig sein, beschützt in ihren Festungen. Vielleicht musst du sie rauslocken. Lass Vorsicht walten, Basim. Diese Leute sind gefährlich. Das bin ich auch. Das sind gerade so ein paar grafische Artefakte. Okay. Ah, okay. Zwei Ziele. Machen wir jetzt mal den unteren hier. Was ich aber cool finde an dem Spiel ist, dass es mir schon wieder Lust macht, Assassin's Creed 1 zu spielen. Weil bei Assassin's Creed 1 war das auch so, dass wenn du gewisse Ziele getötet hast, das fand ich gerade eben sehr schön, dass die Leute darüber reden. Ich meine zumindest mich zu erinnern, dass die Leute darüber geredet haben. Zumindest die Stadtausrufer haben das gemacht. Das fand ich gerade eben ein sehr, sehr schönes Detail.
das macht die Welt ein bisschen lebendiger und es wirkt halt einfach so, dass man selbst einen Einfluss auf die Welt hat. Das, was man tut, spiegelt sich auch wieder in der Welt. Bin ich großer Fan von. Oha. Okay. Ich würde sagen, der hat sich ganz schön eingesperrt hier. Okay, wir waren da schon mal drin wegen der Truhe, glaube ich. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wo wir da reingegangen sind. Sind wir hier hinten rüber, ne? Wir sind über die Mauer, glaube ich, da letztes Mal rein. Ich glaube, wir sind hier über die Mauer geklettert, oder? Warte mal, können wir hier hoch? Ich glaube schon. Nee, wo waren das? Wir sind den ganzen Weg von hier drüben gelaufen. Jetzt halt nur aufpassen, hier sind bestimmt noch Wachen auf der Mauer. Ah, nee, sind sie nicht. Auf der unteren Mauer sind keine Wachen, aber die oben können mich sehen. Und da sind wir über das Seil sind wir runtergerutscht. Letztes Mal, als wir hier waren. Letztes Mal sind wir da runtergesprungen, aber vielleicht machen wir es diesmal anders. Zeige mir eigentlich. Ja, war klar. Nicht der wärmste Empfang. Okay, lass uns mal so versuchen. Oh mein Gott. Okay. Ich liebe es, wenn das Spiel nicht funktioniert. So, erstmal müssen wir den Typen da oben töten. Hier ist alles in Bereitschaft. Ich werde erwartet. Ja, deswegen lasse ich mich auch nicht sehen und blicken. Das ist okay. Dann würde ich mal sagen, der Zfetz war. Ah ne, das ist er nicht. Okay. Das ist nur der Weg in das Gemach, den wir da finden. Müssen wir den uns untersuchen oder müssen wir ihn töten? Tassos. Spiel! Du hast mir das nicht so angezeigt, Spiel. Warum? Okay, Planänderung. Wir müssen es anders machen. Dann schauen wir mal. Jetzt sind die natürlich alarmiert, aber das ist nicht so schlimm, weil ich einfach hier vorne drauf gehe, den Typen hier oben töte. Und ich hab dann verstecke. Dann gehe ich hier oben lang. Häng an der Treppe fest. Auch sehr gut. Parade gedrückt, aber manchmal funktioniert das nicht, weil man gerade im Schlag ist zum Beispiel, glaube ich. So war es nicht schön gelöst, aber passiert.
Schlüssel bringt nur Ärger. Hey, jetzt stirbst du! Aber ich war doch schon, ich hatte auch die Schlüssel fürs gemacht, doch schon, oder nicht? Aber ich war doch hier schon drin. Den Schlüssel besaß ich schon. Warum laufe ich so extrem langsam? Ich meine, da ist jetzt keine Herausforderung für mich, der Gegner. Elmar Dichwar hatte Fragen zur Vergangenheit unseres Freundes. Klug. Er wurde in die große Garnison bestellt. Einer wäre erledigt. Nun zu Ella Eshma. Lieber verborgen bleiben. Wir müssen hier schnell weg und gleich noch ein Plakat. Das ist so komisch, ne? Wenn man Parcours macht und sowas und man bleibt einfach an so einem Ding hängen. Oh, es gibt neue Aufträge. Oha. Es gibt doch noch Nebenaufträge. Guck mal an, ich dachte, ich hätte schon alle gemacht. Da schalten sich auf einmal einfach neue frei. Nach Stunden der Hauptgeschichte. Ich falle besser nicht auf. So, dann gucken wir uns das mal an. Hier müssen wir jetzt hin. Aber lustig ist, haben wir doch noch Nebenaufträge bekommen. Ich weiß nicht, wie viele. Ob es jetzt nur einer ist oder mehr. Der Kalif ist erfreut, eine Ich bin mir relativ sicher, dass ein Kilo hier auch nicht funktionieren wird, was ne? Ist ja. War ziemlich das ist sicher. Der Hafen. Jetzt muss ich Admiral Nadir finden. Oh, hier kommen wir gar nicht rüber. Okay. Tiere. Wenn man die freilässt, dann weiß ich nicht, ob die was machen. Ja, die werden wohl die Gegner angreifen, oder? Also auch mich natürlich, wenn ich die jetzt freilasse. Informationen sammeln.
Aber wir müssen erstmal den Typen hier oben töten. Oder ist er schon tot jetzt? Naja, da unten ist er. Oh, das sind zwei. Warte! Ich töte dich! Blute! So. Der Himmel ist wieder sicher. So. Aber in Kido bringt mir nichts. Der kann ihn nicht scannen. Ich bin hier oben rein, da war gerade eben ein Fenster, was wir kaputt schlagen können. Ah, da. Aber ein Hinweis ist hier auch nicht. Ich meine, die Hinweise sollen da vorne sein, scheinbar. Müssen wir also gar nicht hier rein. Man kann unnötige Dinge, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Und schau noch mal hier. Sofort. Da ist ein Hinweis. Hey! Mach, dass du bekommst! Warte! Der Allah, steh mir bei! Oh, ein Mörder! Ungünstig. Eine Nachricht, die alle Lieferungen an einen Ort im Süden umleitet. Am Tigris. Du hast hier nichts zu suchen. Diese Lieferung soll die Stadt verlassen. Du bist nicht willkommen. Der ist auch gar nicht hier drin, okay. Ich habe schon den richtigen Hinweis gefunden. Na gut, dann gehen wir weiter. Können wir eigentlich auch, aber ich glaube, das wird nicht so praktisch sein hier, ne? Das stimmt mit der Jugend heute nicht. Jalla! Weiß nicht, ob das schneller ist. So weit im Süden, okay, I see. Also richtig draußen im Süden, okay. Ich dachte im Süden der Stadt hier, ergibt es ja wirklich Sinn, dass wir auf das Tier gestiegen sind. Ist da echt ein Dromedar oder ein Kamel? Ich habe keine Ahnung, ich kenne den Unterschied nicht. Ah, das Lager, ja, da waren wir auch schon drin. War so klar. Überdenken wir unsere Herangehensweise.
Warum habe ich mehrere Ziele? Das ist doch mein Ziel. Ich muss nur den da töten. Oder nicht? Natürlich ist die Tür verriegelt. Aber wir müssen ihn herauslocken, okay. Ah, wir laufen mal ganz kurz weg. Klar kann ich fliehen. Ich muss das nochmal neu angehen. Okay, ich glaube, es hat alles wieder beruhigt. Augenblick. Ja. Dem Admiral ist sein kostbares Modellschiff wichtig. Ja. So, aber ich hätte das jetzt bis zum Ende anhören müssen, weil das neue Modellschiff habe ich ja mitbekommen. Okay, ich glaube, ich hätte das bis zum Ende hören müssen. Gut, beim nächsten höre ich einfach zu, wenn die wieder quatschen. Hey, Herr Jamal. Hey, was? Mach dich! Stirb! Die Glocke! Das tat weh! Ich bin schneller! Nein! Der Admiral legt viel Wert darauf, sein Modellschiff vor dem Feuer zu schützen. Willst du mal bitte
Also keine Fackeln. Ah, ich dachte, ich muss einen von diesen Dingern tragen. Aber Fackeln habe ich doch unendlich viele. Das Spiel zeigt mir diese Dinge an. Also da soll ich hin und die holen. Keine Ahnung. Ach so. Da soll ich einfach eine Fackel drauf schmeißen, oder was ist damit gemeint? Ich nehme mal an, dass es das gemeint ist, ne? Ich kann nicht weit genug werfen. Der wirft auch immer weniger weit, ne? Kann das irgendwie sein? Jeden Versuch wirft er noch weniger als beim letzten Mal. Da müssen wir halt auf dem Schiff stehen, auch wenn die Gefahr, wie Gefahr laufen, dass wir einfach sterben, wenn wir das jetzt machen, aber schauen wir mal. Oh ja, wir sollten hier schnell runter. Okay. OMG. Shit happens. Das Problem ist, wir müssen komplett von vorne anfangen, ja. Wir wissen jetzt, wie wir ihn rauslocken. Da ist die Frage, können wir das jetzt einfach machen? Ah, man kann die Fackel nicht auswählen. Das ist sehr praktisch. Dass sie einem die Fackel verbieten, auszuwählen, ne? Ja, ich kann die Fackel nicht auswählen. Ah, jetzt geht's doch. Wenn man verfolgt wird, darf man nicht, okay, aber... von Elmar Dichwar über fehlende Lieferungen an die türkischen Söldner. Der Admiral hat sie bestohlen. Beide tot. Ich sollte zurück zu Fulat.
Ich weiß, nicht, dass das Beste. Die beste Schau gerade. Ich meine, aber ich bin am Ende des Parts, deswegen muss ich mich jetzt gerade beeilen. Aber mir fiel gerade ein, wir können die Texte ja doch lesen. Wir können nämlich, glaube ich, hier die Briefe lesen, oder? Ich erwarte einen vollständigen Bericht über den Fortschritt in dieser Woche. Al-Eshma interessiert sich besonders für den Fremden. Das hatten wir schon, aber wir haben doch hierfür, haben wir jetzt die Hinweise, ne? Quasi die Briefe hier, genau. Aruk, ich habe beunruhigende Gerüchte darüber gehört, dass deine gefeierten früheren Erfolge möglicherweise etwas übertrieben dargestellt wurden. Anscheinend hast du Lügen verbreitet. Ich erwarte dich in der großen Garnison, wenn ich zurückkomme. Wir haben viel zu besprechen. Und? Al-Eshma, es ist eine weitere Ladung Heeresvorräte verschwunden. Das ist das zweite Mal in ebenso vielen Monaten. Ich brauche dir nicht zu sagen, was die Folgen wären, fände der Kalif heraus, was die Lieferungen beinhalten. Der Hafen und alles darin ist in deiner Hand. Ich mache dich persönlich dafür verantwortlich, was dort hindurchkommt. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich eine vollständige Auflistung davon, was im letzten Jahr Shakia erreicht und verlassen hat, auf meinem Schreibtisch vorzufinden. Stelle meine Geduld nicht auf die Probe. Okay, damit haben wir die beiden Briefe gelesen. Und ich glaube, im nächsten Part geht's dann los mit dem Attentat. Tatsächlich. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben und euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!